extrem wenig. So. Dann habe ich mir überlegt, sollen wir uns hier vielleicht doch mal in diese Ork-Gruppe versuchen, die ja noch rumläuft. Hier vorne rechts, die da. Orks, Waage, alles vom Feinsten. Hey. Könnt ihr hier nicht hinkommen? Feiner Ork. Der Ork lebt weiter, ey. Mich regt das so auf. Kommt schon, ihr schafft das. Ich sterb eh noch. Boah. Jawoll. Jawoll, so macht man das. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Gut, da war es nur noch eine Elite und ein paar Waage. Perfekt, wie sieht's mit Erfahrung aus? Ja. So geht's schnell. Na, was heißt schnell? Aber ist okay. Aber ich meine, von der Stärke her gegen zwei Ork-Kriege anzukommen, ist ja eigentlich schon ordentlich. Die Drachen sind sowieso überpowered, dass der Steindrache sich regeneriert hat. Ey, ich glaube, es geht los. Aber ich meine aber auch, dass der Feuerdrache der Schwächste gewesen ist, weil der hat sich nämlich gar nicht regeneriert. Der Eisdrache ist der Stärkste, dann ist das so Feuer. Ne, der Sumpfdrache war der Schwächste. Sumpf, Feuer, Stein, Eis. Und Eis ist der Stärkste, der jetzt noch vor uns steht. Und noch zwischen uns und dem Triumph hier Minta steht. Aber ich hoffe einfach mal, wir werden den auch niederstrecken. Irgendwann in den nächsten Videos, bevor wir das machen, werden wir auf jeden Fall noch irgendwas versuchen mit der Bogenfertigkeit anzustellen. Wo können wir die denn ausprobieren? Ich überlege gerade, wo vielleicht irgendwie Orks anzutreffen sind außerhalb des Minentals oder sowas. Weiß ich jetzt so gar nicht. Müssen wir mal gucken. Weil wenn das wirklich gar nichts bringt, dann halte ich mir die Lernpunkte lieber. Man weiß ja nie. Vielleicht um zwei Hände doch noch zu verbessern oder sowas. Wobei eigentlich unser zwei Hände muss eigentlich nicht mehr verbessert werden. Ich will zwei Hände nicht mehr verbessern. Lief jetzt nicht ganz so ideal, haben wieder ziemlich viel Leben verloren, aber er ist tot, das ist das Wichtigste. Und wir sind arg knapp an dem Level ab.
Ja, ist für euch wahrscheinlich jetzt richtig spannend, dass ich hier wieder hochlaufe, um wieder zu schlafen und somit die Heilung zu ersparen. Aber wie gesagt, das ist das Beste, was wir machen können für unseren späteren Kampf mit den Drachen, den wir noch vor uns haben. Daher, auf geht's. So. Und schlafen eine Runde. Was zu weit entfernt. So. Schlafen wieder eine Runde. Für Innos. Ja, für Inos ganz genau. Hat ja perfekt funktioniert mal wieder. Ich bin mal wieder zufrieden. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich finde den Spruch toll. Okay, dann runter hier. So, sollen wir uns jetzt da mit den Wagen anlegen? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Gegen drei Stück haben wir eh keine Chance. Boah, wie knapp. Ja, Claubi, der ist auch bestimmt wieder im Stich. Och Mann, die Klaue Belias ist so unzuverlässig, wisst ihr das? Mann, oh Mann, man kann sich nie darauf verlassen, dass die so einen Wag gut tötet. Das ist das große Problem an der Sache. Mal mit zwei Schlägen, dann mit vier Schlägen, dann mit 18 Schlägen. Also es ist immer arg unzuverlässig. Das ist momentan das große Problem. Nee, Waage, ihr könnt mich mal sonst wo, ey. Ist ja total zum Kotzen, sowas. Geh mal lieber in die andere Richtung, guck, ob da noch irgendwo ein Ork rumläuft. Ne. Boah. Also, die Klaue Belias ist so komisch. Ich weiß nicht. Man kann die Waffe nicht richtig definieren. Die ist arschgut. Wirklich. Ist doch die beste Waffe eigentlich, die es gibt, soweit ich weiß. Aber. Ja, sie hat halt das große Problem, dass sie so unzuverlässig ist. Ist halt einfach so. Anders kann man das nicht beschreiben. Yeah.
Hat auch gut funktioniert. Da haben wir dann einen einzelnen Wag, der müsste eigentlich nicht so das große Problem sein. Oh, da haben wir ordentlich. Schaut auf die Schwertspitze. Ein Orkelite, da noch ein Orkelite. Gut. Soll auch mal reichen. So, 41 Erfahrungspunkte. Dann sag ich mal, wir reisen zum... Wo bist du denn? Zum passenden Minental. Da oben waren wir, da ganz oben drauf. Aber okay. So. Passend Minental. Ist der gute Billgott eigentlich immer noch hier? Ah ne, der ist abgezogen. Gut. Ja. Hier vom passenden Minental aus verabschiede ich mich dann von euch. Wie gesagt, im nächsten Video werden wir mal schauen, was es mit der Bogenfertigkeit so auf sich hat. Daher sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic 2. Ansonsten, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.